Hallo Lieben und herzlich Willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte euch heute wieder eine besondere Kartenform zeigen. Und zwar ist das Ganze eine Wasserfallkarte. Die kann man hier so anziehen und dann kommt hier immer ein neues Bildchen zum Vorschein. Und auch ein Text. Zusammen sind wir ein tolles Team. In meinem Fall ist es jetzt eine Babykarte. Ihr seht, hier innen habe ich auch noch so ein kleines Etikett reingemacht. Hier in einer anderen Farbe. Wir machen heute nochmal eine andere Farbe zur Abwechslung, damit ihr dann entscheiden könnt, was euch am besten gefällt. Und ich habe diese Stanzbox, das ist eine ganze Stanzbox, mit dem die Bildchen gemacht sind, gesehen und wollte das unbedingt haben. Hier habe ich noch schön, dass du da bist, reingestempelt. Und ich wollte es unbedingt haben. Das ist aus dem Frühjahr-Sommer-Katalog. Und zwar ist es so eine ganze Box. Da ist drin die Stanze, ein Stempelkissen, die Stempel, ein paar Aquarellstifte und ein Acrylblock. Und natürlich die Box. Und ja, leider ist es jetzt schon am Ende vom Katalog. Das heißt, der Katalog läuft schon aus und ich kann euch erst jetzt das Video zeigen, weil ich einfach noch nicht dazugekommen bin, mit euch zu basteln, dieses Projekt. Aber ich habe das gesehen und mir gedacht, ich möchte mit diesem Set unbedingt eine Wasserfallkarte machen. Und heute zeige ich euch, wie das geht. Ihr könnt es ja mit jedem beliebigen Stempelset machen und auch für jeden beliebigen Anlass. Ich lasse jetzt mal eins hier oben liegen. Ich habe hier als Beispielidee auch mal eine Menükarte gemacht oder versucht. Ich habe da einen kleinen Fehler drin, aber vom Prinzip her wisst ihr, was ich meine. Also eine Menükarte, wo man dann innen rein das Menü schreibt. Oder eben hier auch eine Menükarte. Das ist natürlich jetzt noch nicht fertig ausgearbeitet, wo man dann zum Beispiel auch hier das Menü draufschreiben könnte. Aber hier unten das mit dem Herz als Stanzung ist natürlich auch vielleicht eine ganz nette Idee. Ja, das waren nur so ein paar Ideen und ihr könnt natürlich zu jedem Anlass das Ganze gestalten. Ich zeige euch einfach, wie das funktioniert. Und wir machen heute nochmal eine Babykarte in Flamingo als Farbe. Und hier könnt ihr euch gerne ein kleines Pausebild machen. Habe ich euch jetzt mal aufgeschrieben, was ihr alles an Material braucht. Aber ich erkläre es auch nochmal ganz kurz. Ihr braucht einmal als Grundkarte, habe ich jetzt hier Schiefergrau in dem Maß 28 cm x 14 cm und gefalzt ist es hier schon bei 14 cm. Auch in Schiefergrau habe ich einmal einen Streifen, der hat 12,5 cm x 2 cm und dann noch einen größeren Streifen in 24 x 5 cm. Dann habe ich ein anthrazitgraues Papier in 13 x 13 cm. Einmal Flamingo-Rot in 12,5 x 12,5 cm. Dann habe ich vier Teile Schiefergrau in 5 x 5 cm. Und ebenso vier Teile, die sieht man jetzt schlecht unter dem Untergrund, in 4,5 x 4,5 cm. Und dann braucht ihr natürlich noch ein bisschen flüsterweißes Papier. Ich habe schon vier Teile vorbereitet, wir machen gleich aber noch eins zusammen. Ihr könnt natürlich auch mit einer anderen Stanze arbeiten oder nochmal Vierecke ausschneiden und darauf euer Stempelmotiv stempeln. Genau. Was ich jetzt als allererstes mache, ist, dass ich mir die Sachen zusammenklebe. Und zwar meine Grundkarte falze ich als erstes. Die falze ich mir einmal schön nach. Und klebe mir jetzt hier drauf schon mal das Anthrazitfarbene als Hintergrund. Und auf meine Schiefergrauen vier Stück klebe ich die vier Stück in Anthrazitgrau. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Das Ganze habe ich mir einfach mit dem Flüssigkleber aufgeklebt. Da kann man das schön ruckeln, dass man einen anständigen, ordentlichen Rand außenrum hat. Okay, und jetzt werden wir stempeln. In dieser Stanzbox sind ja sechs verschiedene Stempel drinnen. Und ich habe mir jetzt noch die Eule rausgenommen. Die habe ich jetzt hier noch nicht vorbereitet. Und die stemple ich jetzt mit euch zusammen auf und zeige euch, wie ich die koloriert habe. Ich benutze jetzt die Stays-on-Tinte. Da nehmen wir noch so eine Hülle drauf. Und stempel mir einfach das Stempelmotiv einmal ab. Wenn ihr Stays-on wieder wegmacht, dann braucht ihr einen speziellen Reiniger. Den habe ich auch da.
Das sieht jetzt in neu ein bisschen anders aus mit anderem Etikett, aber ist das gleiche. Okay. Und dann nehme ich mir gleich die dazugehörige Stanze, die heißt auch 6 Richtige, so wie das ganze Set, und stanze mir diese super süße Eule aus. Und ich liebe das, wenn Stanze und Stempel so gut zusammenpassen. Das mache ich einfach total gern. Jetzt habe ich außerdem schon wieder Farbe am Nagel, gell? Ist ja klar. Ihr habt in diesem Set ja auch schon ein paar Aquarellstifte drin. Ich benutze jetzt einfach mal, was ich in meinem ganzen Aquarell, in meiner Aquarellstiftesammlung so finde. Und koloriere mir jetzt die Eule so leicht aus. Also ich male das alles an, aber ich male es nicht richtig genau an, weil dafür benutze ich jetzt dann gleich noch den Missstift. Und der ist wirklich total cool. Das seht ihr jetzt gleich, warum. Vielleicht kann ich euch da ein bisschen näher hinzoomen, damit ihr das besser seht. Ja, und ich finde bei so einer Babykarte das Rücken ein bisschen bunter sein, deswegen habe ich das jetzt ein bisschen gemischt und mache das farbenfroh. Und mit diesem Mischstift kann man wunderschön die Farben ineinander vermischen. Wenn man da jetzt so, ja, nicht so ganz genau gemalt hat oder so nur so strichig gemalt hat, kann man das hier mit dem Mischstift wunderschön verbinden und kann auch die Farben ineinander schön mischen. Und das finde ich macht total Spaß. Auch hier, das Grüne wird dann schön ineinander gemalt. Ich kann mir das einfach danach ausstreichen und kann dann noch in eine andere Farbe gehen. Und wer möchte, kann natürlich dann auch noch ein bisschen mit Wink of Stella arbeiten. So ein bisschen anglitzern das Ganze. Ist ja eine Kinder- oder Babykarte. Also ich finde, das kann man auch ganz süß als Kinderkarte benutzen. Mit einem anderen Spruch, jetzt nicht vielleicht willkommen, aber ist auch auf jeden Fall eine schöne Geburtstagskarte für ein Kind oder... oder für verspielte Erwachsene. Okay, gut. Also so habe ich jetzt alle koloriert. Wie gesagt, habe ich schon hergerichtet. Und jetzt stempel ich noch ein bisschen auf das Flamingo-Rot. Und hier habe ich mir jetzt ausgesucht diesen Stempel aus dem Set Payful Backgrounds. Ich glaube, der verlässt uns leider auch. Ich mag den sehr gerne. Und gerade für Hintergründe ist es einfach immer schön, mit dem zum Arbeiten. Da benutze ich jetzt auch Flamingo-Rot. Ist auch eine mutige Hintergrundfarbe, finde ich, aber es macht sich ganz gut mit dem Schiefergrau und dem Anthrazit. Und da gehe ich jetzt einfach so ein bisschen versetzt über meinen Farbkarton, dass man da so ein bisschen ja, so einen kleinen Verlauf bekommt. Und wenn wir schon am Stempeln sind, stempel ich gleich weiter. Ich habe nämlich noch aus dem Set Wild auf Grüße, juhu, das bleibt uns erhalten, den Spruch Willkommen, zusammen sind wir ein tolles Team. Die beiden werde ich auch noch aufstempeln. Und zwar einmal auf meinen schiefergrauen Streifen. Das Ganze mache ich jetzt in Anthrazitgrau. Einmal Willkommen, so ein bisschen auf der rechten Seite. Und das zusammen sind wir ein tolles Team. Das machen wir nachher dann. Wenn wir den Mechanismus gemacht haben, dann sieht man besser, wo man das hinstempeln muss. Dann nehme ich mir mein Falzbrett und mein Schneidebrett und meinen längeren Streifen. Der ist 24 cm x 5 cm. Und ich falze jetzt einmal bei 5 cm. Achtung, Falzklinge verwenden. Dann bei 7 cm, bei 9 cm. Und bei 11 cm. Das ist mein Mechanismus. Wenn ihr noch mehr aufkleben wollt als 4, dann könnt ihr einfach so weitermachen. Müsst aber vielleicht die Karte dann am Ende ein bisschen länger machen. Der Papierschneider geht ja leider aus dem Sortiment, aber man kann es als Falzgerät super verwenden. Und wenn eure Falzklingen mal nicht mehr falzen sollte, also meine hebt jetzt schon ewig, dann könnt ihr auch mit dem Papierfalter einfach Falzlinien ziehen. Das könnt ihr genauso weiterverwenden. Also schmeißt ihn auf gar keinen Fall weg. Es ist echt schade, dass er unser Sortiment verlässt. Ich weiß gar nicht. Ich bin gespannt, was Neues kommt. Sagen wir es mal so. Und jetzt ziehe ich mir die Falzlinien richtig schön nach. Und dann klebe ich mir schon mal meine Karten auf.
Und bevor ich das mache, suche ich mir meine Motive und klebe mir erstmal meine Motive hier auf. Das sind 4 Stück. Und danach klebe ich mir auf die Rückseite, also meine Karten klebe ich mir mit Flüssigkleber auf und auf die Rückseite klebe ich mir dann mit Abreißklebeband oben einen Streifen hin. Das seht ihr aber, ich lasse euch einfach Musik laufen, dass es schneller geht für euch. Ich habe jetzt hier auf mein Willkommen auch noch hinten rechts und links 2 Klebestreifen aufgebracht und schon mal die Schutzfolie abgezogen. Und wichtig, auf den Karten müsst ihr euch den Klebestreifen nach oben ankleben, also der ist hier oben. Und jetzt sortiere ich mir das noch kurz, wie ich das gern haben möchte, auf meine Karte. Die Karte, wo ich als unterstes sehen möchte, also beim Beispiel jetzt zum Beispiel hier, die unterste Karte, die klebe ich mir auf das große 5 cm gefalzte Teilchen auf. Genau, und eigentlich direkt an die Kante, an die Falzkante. Dann kommt das nächste drüber und dadurch, dass wir uns den Klebestreifen immer oben hingemacht haben, passt das perfekt und es ist unten dran nirgendwo Kleber. Jetzt muss man sich entscheiden, was möchte ich oben haben? Ich glaube den Fisch. Der Fisch ist einfach so süß. Und so ist mein Mechanismus schon fast fertig. So, hier habe ich mir die Bilder schon aufgeklebt. Und was ich jetzt noch mache, irgendwas bei mir, ist, dass ich mir die Stanze Zieretikett nehme. Ich glaube, dass die auch übernommen wird in den neuen Katalog. Und ich mache mir hier unten so eine Wellenstanzung rein. Achtung, ich mache das jetzt nicht so, wie ich normalerweise stanzen würde, dass ich das Papier so reinstanze, weil sonst hätte ich ja eine verkehrt herum die Welle, sondern ich lege mir das jetzt hier in diesen oberen Bereich ein. Ich zeige euch das gleich von nah. Das ist nur ein bisschen ein Gefummel, aber es funktioniert. Seht ihr das? Ich habe mir das jetzt hier oben eingelegt. Und ich lege mir das ordentlich an und stanze mir das jetzt einmal. Und dann habe ich hier unten so einen schönen abgerundeten Teil. Und das kann ich mir jetzt einfach mit einem Locher oder mit einer kleinen Lochstanze. Halt, ich mache es anders und dann sehe ich, wo ich loche. Einfach lochen. Und mein Alles Gute, das loche ich auch, weil ich möchte noch ein Schleifchen hinmachen. Das sieht dann einfach noch ein bisschen süßer aus. Okay. Und was ich jetzt noch mache, ist, ihr habt hier den Mechanismus und auf der untersten Karte, auf der Rückseite, müsst ihr hier unten auch noch einen Klebestreifen anbringen. Da nehme ich mir jetzt aber das Klebeband noch nicht weg, weil das mache ich nachher erst, wenn ich dann den kompletten Mechanismus anklebe. So schaut es jetzt aus. Und wenn ich das jetzt einmal umdrehe, habe ich hier unten auf der Rückseite meinen Klebestreifen. Ja, und jetzt sind eigentlich schon alle Teile ziemlich gut in Form. Jetzt klebe ich mir zuerst mein Willkommensschildchen auf mein flamingorotes Papier. Das mache ich so, dass ich mir das erstmal noch anlege, dass es hier unten nicht zu weit rausschaut. Also ich möchte es nicht so weit unten haben, sondern ich möchte schon so haben, dass da oben noch ein bisschen Rand ist. Aber es soll jetzt nicht zu weit nach unten aus der Karte rausschauen. Und genau, dann lege ich mir das eigentlich gleich so direkt da drauf. Ich klebe mir das an der einen Seite schon mal fest, kann mir den Mechanismus rausnehmen und kann mir das hier drüben schön aufkleben. Und jetzt können wir den Mechanismus schon hier hinten ansetzen.
Und wenn ich jetzt hier unten dieses Klebeband abziehe, oh, ich bin gar nicht im Bild, kann ich mir das mit diesem Klebeband hier aufsetzen, aufkleben. Und wenn es dann festgeklebt ist, dann habe ich hier meinen Mechanismus, wo ich anziehen kann hier unten. Dann funktioniert das Ganze. Genau, so einfach ist es. Also ist gar nicht schwer. Und dafür nehme ich mir jetzt einfach das Klebeband auf der Rückseite weg. Also nicht das Klebeband, sondern die Schutzfolie natürlich. Und dann klebe ich mir das hier richtig ordentlich. Ihr könnt jetzt hier noch ein bisschen nach rechts oder nach links gehen, je nachdem, wo ihr eben hin wollt. Klebe ich mir das hier unten ganz bündig an. Und jetzt testen wir das Ganze mal. Wenn ich das hier unten anziehe, klappt es schon. Super, oder? Das ist eine tolle Karte, tolle Technik. Okay, und jetzt kann ich mir mein ganzes Projekt quasi aufkleben, meine ganze Frontseite. Das mache ich jetzt einfach mit Dimensionals. Und da tue ich schon recht viele drauf, muss ich sagen, damit es wirklich an allen Seiten schön gleichmäßig absteht. Bis ich jetzt die Rückseiten weggefummelt habe, da lasse ich euch auch Musik laufen. Und wenn ihr so Ecken habt, diese Ränder, die könnt ihr natürlich auch super benutzen. Hoppla! So, und jetzt kommt noch ein bisschen Schnickeldi an das Ganze hin. Ich habe hier nochmal das gepunktete Tüllband. Ich glaube auch, dass das übernommen wird. Und den weißen, flüsterweißen Garn. Und das Ganze fummel ich mir jetzt hier noch hin. Und zwar einmal hier unten. Dann mache ich, das könnt ihr hier mal kurz sehen, einfach erst das Tüllband so durch und mache mir dann eine Schleife hin. Und hier einfach noch eine Schleife oben hin an meinen Innenteil, an meine Innendekoration. Und ich glaube, ich lasse euch auch hier Musik laufen, weil da bin ich immer, wenn ich so Schleifen machen muss und die Kamera läuft, da stehe ich immer sehr unter Druck und dann klappt es erst recht nicht. Und ich glaube, wenn ich Musik laufen lasse, dann ist das schon ein bisschen entspannter, dann weiß ich, okay. Also ich habe mir jetzt einfach nur das Tüllband hier durchgezogen und mache mir jetzt hier eine Schleife hin. Hat jetzt super funktioniert mit dem Schleifchen, also und ich habe das hier auch schon reingeklebt und jetzt werde ich den Spruch noch stempeln, schön, dass du da bist und den habe ich aus dem Stempelset Schmetterlingsglück und das wird auf jeden Fall übernommen. Ist auch ein ganz tolles Stempelset und hier oben ist der Spruch, schön, dass du da bist. Ich finde, das kann man auch super machen, wenn man zum Beispiel irgendein Gastgeschenk oder so macht oder ist das auf jeden Fall ein toller Spruch. Genau, den stempel ich jetzt hier innen noch rein. Ich glaube, das ist jetzt schief geworden, oder? Ein bisschen. Aber ja, fällt gar nicht auf, oder? Und dann mache ich es noch so, dass ich mir hier den Mechanismus aufziehe und hier zusammen sind wir ein tolles Team auch noch reinstempel. Auch ein bisschen schief, aber das war so gewollt. Das war innen natürlich auch so gewollt. Das ist alles Auslegungssache. Okay, und ihr seht, die Karte ist schon fertig und ich finde sie total toll. Aber was natürlich jetzt noch fehlt, und das ist ja außerdem noch eine Mädchenkarte, aber ich habe es auch bei den Jungskarten gemacht, ist ein bisschen Pailletten. Das funkelt noch so schön und mit dem Hintergrund, das ist einfach toll. Ich habe hier auch noch die anderen Pailletten benutzt. Und das sind die Basic-Paletten, die kleben selbstständig und ich suche mir jetzt da einfach was aus. Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich das zweifarbig mache oder ob ich auch die Schimmerpaletten, ich glaube, ich nehme auch die Schimmerpaletten, die sind einfach schön. Passen überall gut. Und da könnte ich euch als Tipp geben, dass ihr das am besten mit der Pinzette so seitlich abzieht, weil dann hat man den Klebepunkt hinten dran auch gleich mit erwischt. Und die verteile ich jetzt hier einfach so.
Und? Was sagt dir? Ist das nicht eine tolle Karte? Oh, ich finde sie total schön, wirklich. Ich freue mich voll. ihr habt ja in dem ganzen Motiv insgesamt sechs Stempel. Und wir haben jetzt nur vier vorne und eine auf die Innenseite gemacht. Und ich zeige euch jetzt einfach mal nochmal alle Motive. Einmal das für dich mit dem Herzen. Dann haben wir den herzlich willkommen. Mit dem kleinen Fuchs. Mach mal Pause mit der Schildkröte. Und alles Gute von der kleinen, vom kleinen Uhu. Und hier innen ist noch der kleine Löwe. Tierischen Dank. Schön, dass du da bist. Und jetzt muss ich gerade gucken, was hier fehlt. Welcher Stempel fehlt? Also der Fuchs. Ah, der Fisch. Genau. Wir haben hier noch diesen wundervollen, süßen kleinen Fisch. Das ist das sechste Stempelmotiv. Können wir die Karte auch nochmal anschauen? Für dich. Herzlich willkommen. Mach mal Pause. Und da habe ich innen rein die kleine Eule gemacht. Süß, oder? Also, ihr habt jetzt hier die Varianten in drei verschiedenen Farben. Könnt euch aussuchen, was euch am besten gefällt. Die passen mir gar nicht alle ins Bild. Das sind halt so große Karten, mal im anderen Kartenformat, von der Größe her. Und wie gesagt, ihr könnt die zu jedem Anlass umdekorieren, könnt eine Menükarte draus machen, aber stempelt dann die Buchstaben richtig drauf. Oder wie auch immer, eine Geburtstagskarte, eine Glückwunschkarte oder eine Hochzeitskarte. Ja, genau, eine Hochzeitskarte habe ich auch schon gemacht. Wahrscheinlich habe ich die euch jetzt am Anfang schon gezeigt, aber vergessen zu erwähnen oder ich blende sie euch jetzt nochmal ein im Nachhinein zu den Fotos. Also das ist die Hochzeitskarte für Kathi und Markus mit der kleinen Mari. Und hier kann man ganz cool den Wasserfall sehen. Und wenn man es aufmacht, steht dann liebe Kathi, lieber Markus, alles Liebe und Gute wünschen euch. Und da kann man dann alle unterschreiben. Das wurde eine spezielle Hochzeitskarte, auch in diesem Format von der Größe mit einer Katze drauf, weil das Ehepaar auch eine kleine Miezi hat und das natürlich ganz wichtig war. Deswegen ist es eine spezielle Hochzeitskarte auf das Paar natürlich total abgestimmt. Nicht, dass ihr euch wundert, dass da eine Katze drauf ist auf der Hochzeitskarte. Aber gut. Ja, das war's von mir. Ich wollte euch das zeigen, wie das geht. Ich finde es total schade, dass das Set nicht übernommen wird. Falls ihr es euch noch sichern könnt, dann sichert es euch noch, wenn ihr es gerne haben wollt und ansonsten nehmt einfach was anderes Schönes daher. Aber ja, ich finde diese Stanze toll und diese Stempel finde ich auch total super. Und ich finde den Mischstift wirklich toll. Also das hat mich total überzeugt, weil ich halt manchmal nicht so gerne ganz genau ausmale. Und mit dem Mischstift verschwimmt es so richtig schön und das ist echt total super. Also das kann ich nur empfehlen für alle, die da manchmal gerne so ein bisschen, naja, nicht ganz detailliert genau ausmalen wollen. Okay, jetzt höre ich aber wirklich auf. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachbasteln. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, abonniert einfach meinen Kanal, drückt dabei diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Noch eine ganz kurze Anmerkung. Es kommen jetzt dann noch ein paar Videos, die ich schon voraufgenommen habe. Mit alten Produkten. Das heißt, ich werde die jetzt alle noch versuchen einzubauen, solange es die Produkte noch gibt. Aber ich habe da noch nicht gewusst, was alles in den neuen Katalog übernommen wird, als ich die aufgenommen habe. Aber das seht ihr dann. Also, jetzt höre ich wirklich auf. Bis dann. Tschüss.